Yo Leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge PVZ Gunwarfare mit Markus. Mir! Yeah! Der Bundesgarten ist hier nicht. Nee. Ist die Schule. Also lass ihn auf den Schienen nehmen, der ist eigentlich ganz chillig hier. Und Sven stirbt heute fünfmal. Ja, ich sterbe heute fünfmal. Markus ist Hellseher, wisst ihr? Ja. Ich habe noch den Schulenstrahl, Alter. Yo, Mr. Hey Gay, yo ma hey may. Pflanze, Pflanzen und verteidige den Garten. Boah, ich brauch Bambuswurm, ich hab noch jetzt eine. Sie schwul. Das ist echt schwul. So, Sniper's Pilz. Die Zombies kommen. Oh, Wasabi. Ist da. Was? Wasabi? Wasabi? Wasabi 1500157. Hallo. Der ist da geboren, Alter. Schwör. 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 15.0.157. Alter, der ist alt, Mann. 150.157. Der kommt von der Zukunft, Alter. Ach so. Also wissen wir, dass die Welt... dass die Erde und die Menschheit bis 150.157 leben wird. Ja, und da immer noch PVZ spielen wird. Und da immer noch PVZ gespielt wird, Alter. Ja, oder er ist in Zukunft gereist und sehen, was wir Leute so spielen, Alter. Was für Huren-Spiele wir spielen. Ja, aber das ist ja nicht Huren hier, das ist ja geiler Scheiß, ist das. Futter würde jetzt was anderes sagen, aber... Ja, komm. Futur ist alles scheiße. Du musst doch sterben, ne? Also schon. Ja, okay, ich mach jetzt YOLO Manolo, ich habe eh nur 100 Life. Weil jetzt yeah, ich scheiße. Geh in die YOLO Round. Oh fuck, hier kommen ganz viele Helden. Ich glaube, ich sterb jetzt. Du musst dich auch töten lassen. Echt so. Du bist voll alleine, Alter. Ich bin 20 Kilometer weit weg, Alter. Echt? Es wird nix, ne. Ah, na fuck. Oh, das ist natürlich jetzt ganz scheiße, wenn ich hier alles solo bin und dann sterben tue. Naja, das ist... bestimmt. Ich kann dir echt nicht helfen, ich bin schon auf dem Weg, aber der Weg ist zu lang. Ah, dieses Giftgas. Und die Feinde, es tötet Feinde mich nicht, stärker. Verdammte Scheiße. Es oh, irgendwas schießt mich ab. Ja, komm, bring mich um, Mongo, bring mich um. Aua. Ich bin jetzt angekommen. Ja, und mein Sniper-Pilz hat ihn. Mein Sniper-Pilz hat ihn einfach instant gekillt. Und ich bin schon wieder halb tot. Yeah. Dann stirb. Nein, ich sterb doch nicht. Sabi ist da, der rettet dich. Es Plasma Bloom. Bloom. Metal Bloom. Was muss ich eigentlich machen? Allstars mit Chili-Bohnen, braunen Mantel mit MG und Gegner verarschen. Boah, lass ich wollte jetzt ja hier... geil, die Runde darf ich nicht sterben. Heimlich hoch, heimlich hoch. Mann, wer ist doch letzte Runde fünfmal gestorben? Ich bin einmal gestorben, Alter. Ja, aber nicht fünfmal. Ja, wenn ich das jetzt durchziehe, weißt du, jede Runde einmal sterben, dann kriegst du deine fünfmal auch durch. Alter, ich wette, dass der stirbt, der Wasabi. Ja, natürlich stirbt der. Muss jetzt die Spielmechanik wissen, ja, weil er... Ja, der kommt noch aus der Zukunft, weißt du, der kennt das noch nicht so. Diese alte Steuerung, Alter, das ist vielleicht schon nicht so leicht. So. In der Zukunft steuerst du alles selber. Mit Gedankenkontrolle einfach nur so. Gedankenkontrolle, Alter, hockst... Das, einfach da sitzt du einfach irgendwo so in Kummer und dann spielst du da so geile Sachen nur mit Gedanken, weißt du? Achso. Dann kannst du durch Gedankenrolle Spiel beenden, Alter, und dann geht's wieder in meine Realität, Alter. Das ist so geil eigentlich. Das wäre so ein Essen, Alter. Übelst geil. Und wenn dein Handy klingelt, dann in-game einfach so deine Hosentasche vibriert und du hast dann so die Auswahl rangehen, Spiel pausieren. Und ja, rangehen, Spiel weiterspielen und ja, ablegen, weißt du, so. Du kannst einfach ja, telefonieren, während du durch das Spiel rennst, so cool, ey. Ist so, Alter. Nee, das ist so. Oh, Wasabi ist gleich tot, ey. Wie ich schon fast gesagt hatte, er stirbt. Ja, jetzt lass ihn doch sterben. Ah, Ozean Nutz Bay. Ozean Nutz Bay, willkommen, der ist aus der Vergangenheit, der ist noch einer von den Menschen, die noch im Ozean gewohnt haben. Nee, Ozean Nutz Bay, der hat wohl ein bisschen beschrieben, weil er... immer im Wasser geschrieben hat und... Ah, ich so. Explodiere. Was ein Wunder. Ah, ich bin gleich tot. Oh nein, oh nein. Oh nein, ein Zeitungszombie. Der ist bestimmt voll gefährlich. Natürlich, er versucht den anderen zu töten. Und was habe ich down? Und oh nein, es explodiert. Und oh nein, ich habe nur noch 4 HP. Und oh nein, da falle ich um. Schade, schade.
ist jetzt echt traurig. Ja, ich konnte echt nicht helfen, ich war so weit weg. Ja, glaube ich dir. Schau mal, Wasabi, schau mal, der arme Typ ist umgefallen. Wo? Der bei mir. Was? Der kann einfach gar nichts dafür, ey. Einfach so umgekippt. Immer alle auf die armen Zukunftsleute. Die was dafür könnten, ne? Ja, nee, die können auch nichts dafür. Schau, wir sind dran schuld, dass die so sind, wie sie sind. Komm, stirb. Stirb. Oh, fuck, das sind drei. Okay, jetzt brauche ich Hilfe. Was, du und Hilfe? Ah, das ist die Wahl. Schau, da bin ich doch. Profi, Profi. Da holt dann weg und du jetzt machst wieder Bewegung. Ja, der will mich fressen. Hast du das gesehen? Der wollte mich fressen. Ja, ich sterb doch nie, Markus. Jetzt erzähl doch bitte nicht sowas. Also komm. Stimmt. Das war alles nie. Nee, ich bin noch nie gestorben. Echt noch nie einfach. Hey, schau mal. Ich habe gerade auf die Vase da geschossen und sie ist lila explodiert. Die explodiert gelb und die hier rot. Oh, der 150.057, der Zukunft weiß schon, was passiert. Ja. Ja, der wusste, dass es hier Geld gibt und darum hat er mitgespielt. Ja, er wusste es einfach. Boschwelle! Nein, das war keine Schleichwerbung. 100 Euro. Eine Schleichwerbung, wie gehabt. Boschwerbung. Was? Eine Boschwelle. Eine Boschwelle. Ja genau, wir müssen jetzt noch die Produktpalette ganz unauffällig einbringen. Ja, die Produktplatzierung. Halb Basement. Keine Angst, aber wir kriegen alles dafür Geld. Ja, keine Sorge. Dafür, dass ihr euch den Scheiß anhört, dafür verdienen wir. Millionen, Alter. Millionen. Ihr wisst gar nicht, wie reich wir sind eigentlich. Gar nicht. Nee, ihr kannst euch gar nicht vorstellen. Wir sind sogar mit PewDiePie befreundet, Alter. Ja, wir sind unsterblich. Wir sind einfach unsterbliche Millionäre. Ja. Ist so viel Geld, Alter, dass wir. Oh, schau mal, da vorne ist unser Kumpel, der Mann aus der Disco, der immer mit einem MG rumrennt. Weißt du, der ist von der gegnerischen Gang. Von der gegnerischen Bosch Gang. Ja, Bosch Gang. Oh, und schon wieder eine Million mehr. Ah. So lässt sich's echt leben, ey. So, schau. Gegnerischen Bosch weggeholt. Du bist ja fast tot, Alter. Heal dich mal, Apo. Ja, ja. Oh, schau mal, der schießt mit dem MG auf mich. Das ist aber nur die Wand, ey. Ja, eben, deswegen stelle ich mich hinter die Wand. Ist nicht zu boschig, Alter. Oh, jetzt wird geprügelt. Oh, wir können ihm nicht schaden. Gedanced, oh, er raped. Oh, der hat seinen eigenen. Oder? Raped ihn zu Tode. Yeah, Discus you down. Wir spielen eigentlich gar nicht, wisst ihr? Wir reden einfach nur dumm rum. Ja, ja, und wir haben hier unsere eigenen Asiaten. Wir haben unsere eigenen Asiaten und Koreaner gemischt. Die kosten alle billig. Wir haben die extra gekreuzt, Asiaten und Koreaner, weißt du? Ja, wir sind ja Hochlohnland. Ja, einfach Hochlohn, so haben wir uns gedacht. Jo, und damit gleich die Chancen sind, klonen wir den jetzt, damit wir beide denselben haben. Ja, ganz genau. Wenn die schlecht spielen, dann kriegen sie Schläge von jemandem. Ja. Aber wir machen uns natürlich nicht die Hände schmutzig, nicht, dass ihr das jetzt von uns denkt. Wir sind ganz harmlos. Wir husten immer nur und zeigen auf jemanden. Ja. Und dann kommen zufällig irgendwelche Leute vorbei und prügeln Personen, aber da können wir gar nichts dafür. Es kann auch passieren, dass sie auch tödlich endet, aber. Ja, aber da müssen wir schon ziemlich krank sein. Ja, ziemlich. Wir kommen jetzt, ey. Ja, normale Party hier. Dein Koreaner, der kann das. Ein Asiate kann alles. Ja, aber dein Koreaner hat den Aim und der Asiate hat die Reflexe und zusammen sind sie einfach unschlagbar, weißt du? Es hocken eigentlich drei Leute vom PC, Alter. Einer läuft, einer springt und einer schießt, ey. Ne, vier Leute. Ne, drei. Einer muss ja noch anvisieren. Einer bewegt, einer schießt und visiert und einer schaut. Einer schaut, das sind wir.
Ja, wir labern nur. Wir labern ja nur. Wir sitzen neben dem PC und erzählen denen, was wir machen müssen, damit wir was erzählen. Wir haben ja ein Skript für uns. Ja, ja. Was wir sagen sollen. Da steht drauf, ihr müsst in dem und dem Zeitpunkt nicht sterben, weil sonst passt unser Text nicht. Ja, und da stirbt ihr und dann... Ja, nee, weil ja, wir sterben sagen, ja nie, Markus. Ja, aber die Koreaner. Ja, nee, die sterben auch nicht. Weil die tun ja so, als wären sie wir, weißt du doch. Achso, ja. Wir sind noch unsterbliche Multimillionäre. Oh, die Bullen. Oh ja, jetzt... Die Schwarzen kommen! Koreaner, erledigt sie! Die Schwarzen! Rap, Sklavenaufstand! Yeah, ich habe einen Schwarzen gebombt. Schwarze Humor, Leute. Ich habe ihm die Bohne gegeben. Der hat einfach eine Plant gekillt. Alter, was geht mit dem? So, Alter. Hab ich den erlaubt, ey. Alter, der ist mit dem Kopf einfach in die Wand reingerannt. Und ist stecken geblieben. So für 5 Sekunden oder so und dann ist er wieder mit dem Kopf rausgekommen. Alter, im Nahkampf deal ich den ja heftig Damage. Ich müsste jetzt eigentlich mal so ein bisschen einen auf MG machen. Theoretisch. Machen wir mal. Was ist Wasabi? Wasabi down! Der hat nur 9 Kills und der Osti hat einfach nur 5 und ich habe 51. Was ist los mit denen? Ja, die sind halt einfach nicht so Bosch, weißt du? Keine K.O.s. Oh, jetzt verkacken sie es. Keine K.O.s. Mal wieder kein Schatz-CD. Nein, mal wieder kein Schatz-CD. Was auch nicht erwartet wird. Was mich jetzt auch nicht wundert, um ehrlich zu sein. Oh, die Gegner kommen von... Nein, was mich nicht wundert, dass wir keinen haben. Wundert mich nicht. Mich würde es wundern, wenn wir einen hätten. Aber wenn wir einen hätten, würde ich ihn wahrscheinlich eh nicht gekillt bekommen. Naja, killt jemand anders. Da macht dann Wasabi einen Kill, obwohl er sonst nichts killt. Den killt er. Wahrscheinlich. Ey, schau mal, da rennt ein Necher. Es war gar kein Nicht, das war ein Wicht, ich habe mich vertan. Oh! Oh, 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 aua, 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 ich geh gleich down. Boah. Wissenschaftler Nahkampf ist asozial. Ich sterbe nie, ne? Deswegen habe ich auch überlebt. Weil die Koreaner einen Skill haben. Ja. Aber nur deswegen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich überlegt, weil ich so einen Skill habe und die Koreaner, die haben halt nur so getan, als würden sie es machen. Weil eigentlich, wisst ihr ja, bin ich derjenige, der hier so abgeht. Nur die Koreaner, die müssen immer den kompletten Ruhm auf sich ziehen. Ja. Es geht nicht so weiter. Oh, schau mal, ein Oyster, ich schenke ihm eine Bohne, lass ihn am Leben. Bone in. Yeah, Mission abgeschlossen. Oh. Ja, 3 Blumsklos mit dem Feuererbsenwerfer. Die Mission kannst du dir sonst wohin schmieren. 2 Wissenschaftler ohne K.O. zu gehen. Ja, das schaffe ich hier auch. Yeah. Hey. Der ist bei Level 9, ey. Bei Welle 9. Kommt mir lang vor. Ja, der ist auch lang, Alter. Schwanz, oder? Der hat schon wieder jemanden Stein nach mir geworfen, Alter. Das sind noch Mongos. Wie, also mir passiert das nie? Ich stehe immer irgendwo auf dem Haus oben mit dem MG und auf einmal wirft ein Zombie einen Stein hoch. Ich rette dich. Schau mal, was macht denn der Zombie da? Breakdance, geil. Breakdance, Boys. Aua, der tut mir weh. Toilette im Anmarsch. Oh ne. Einmal im Anmarsch. Okay, einmal down. Da, einmal on garden. Einmal on garden. Einmal down. Laserbeams.
Yeah. So. Was jetzt? Was jetzt? Mann aus der Zukunft, sag uns was jetzt. Tabi wird geil. Ach so, meinst du, es bringt Glück? Ja. Wenn man den Mann aus der Zukunft hochhält. Sicher, dass es Glück bringt? Das hast du gesagt, nicht ich. Bugle. Ich hasse die Riesen. Die sind im Gegensatz zu diesen Riesen eigentlich noch harmlos. Ist, nein. Doch. Weil du musst bei den Yetis nur auf Abstand bleiben, dann sind sie schwach. Nein, nerv mal. Ja eben, aber du musst auf Abstand bleiben, dann machen die mit dem Eis ja nichts. Der eine wurde elektrodused. Nein, der wurde von Zombies gekillt. Ja, von dem Elektro-Typen. Macht hier selbst wieder Belebung der Dämpfer. Die inkompetenten Leute. Der rapt den Garten, verdammte Kacke. Sein Turm. Zukunft Mensch ist auch tot. Ja, der stand auch im Garten, wenn der gerapt wurde. Boah, ich komm nicht zu dem hin. Ich hab den fetten Down. Jetzt ist Stewie dran. Stewie down. Es kommen wieder neue Songs. Das ist tot. Sag ich ja, den hab ich erschossen. Es kommen wieder neue Songs. Oh, da ist der Yeti. Ja, weil der Wasabi... Ah, der Yeti lässt das Eiszapfen auf mich hageln. Au. So, zwei Wissenschaftler ohne K.O. zu gehen. Nein, natürlich, einer down im Garten. Nächster down. Keine Ahnung, wo ich der liegt. Auch gleich down. Notes! Was war das jetzt? Yeti. Yeti. Ja, warum kann ich dich heilen? Hier überleben. Ich mach selber. Ich echt nicht wiederbeleben. Ja, Alter. Keine Ahnung, was es war. Ist mir egal, Hauptsache wir machen das jetzt. Weil wir sterben ja nicht. Hast du ja gesehen, ich lebe ja hier. Sonst wäre ich jetzt gestorben, ne? Wenn du mich nicht wiederbeleben kannst, weißt du? Ich bin einfach so bosshaft, ja. Selbst wenn ich tot bin, lebe ich einfach weiter. Lebende Tote. Nein, unsterbliche Tote. Multimillionäre. Das ist eigentlich die Begründung für alles. Multimillionäre, bitte. Ah ja, inzwischen ja, wir haben jetzt so viel Werbung. Wir haben jetzt so viel Werbung in der Folge gemacht, Alter, das reicht schon wieder für die nächsten 10 Leben. Die Werbung, die wir jetzt gemacht haben, reicht einfach wieder für die nächsten 10 Leben. Nächste 100, bitte. Was? Leckere Snacks? Bring mir was mit, Alter. Ich bin Milliardär. Gib mir Money, Alter. Gib dir ein bisschen Money und du gibst mir Honey. Honey und Honey, oder? Ja. Ich glaube, ich verstecke mich in dem Haus. Das scheint mir sicherer. Die Scheune. Ja, hier, die Scheune ist geil. Schau, davon ist schon Raketen ein. Und währenddessen hole ich mir davon den Grabstein weg. MG-Modus. Besuch! Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie sich außerhalb der Besuchszeiten befinden. Ich möchte Sie darum bitten, die Scheune wieder zu verlassen. Andernfalls bin ich gezwungen, Sie zu töten. Hast du gesehen, der hat voll einen auf Matrix gemacht. Ich habe ihm Headshots gegeben und er legt sich einfach auf den Rücken zurück. Ja, der ist schon wieder tot hier, siehst du? Profi. Da wohne Mio Nacho. Kaboom!
Oh, jetzt gehe ich auch langsam low. Jetzt bin ich tot. Nee, nee. Nee, ich kann ja nicht sterben, stimmt. Ich bin in Unmacht gefallen. Wegen den diversen Geldsummen, die ich schon wieder im Konto habe. Wir könnten eigentlich. Wir müssen alle rein, alle rein, alle rein, alle rein, alle rein. Und wer hat es nicht geschafft? Doch, alle sind drin. War einer war bis zur letzten Sekunde nämlich daneben gestanden. Also wir könnten einfach die Welt retten. Wir können Hunger ausrotten. Wir können. Ja eben, wir können den Hunger einfach. Wir können den Hunger einfach verkaufen. Ja, wir könnten ihn einfach kaufen an Griechenland oder so. Wir kaufen den Hunger und schenken ihn Griechenland. Super Idee. Leute, das machen wir. Bis zur nächsten Folge kaufen wir den Hunger und schenken ihn Griechenland. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bei einer weiteren Folge PVZ, hoffentlich mit Schatz-Jedi und weniger Scheiße. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal bei Product Placement wieder. Ja, natürlich. Das ist unser Ding und unser Ding ist da unten. Auf Wiedersehen. Oh ja.